Es war einmal vor langer Zeit. Da zogen zwei Plagen über das Land. Erst Überschwemmungen, dann kam die Dürre. Die Menschen suchten verzweifelt nach Essbarem. Alle Vorräte waren verbraucht. Aber wundersamerweise starben die Schwachen nicht, sondern verwandelten sich und lebten weiter als Vögel. Der Graf scherte sich nicht um das Leid der Bauern. Gnadenlos schickte er seine Soldaten und ließ sie die Steuern eintreiben. Aber eine hatte die Hoffnung nicht aufgegeben. Jola, das Bauernmädchen. Von ihren Abenteuern handelt unsere Geschichte. Den süßen Brei hört niemals auf, Tandere-Dei. Er duftet fein, es schmeckt der Brei, macht alle satt. Der Topfer kocht den süßen Brei, hört niemals auf, Tanderadei. Er duftet fein, er schmeckt der Brei, macht alles satt, Tanderadei. Viel wird es nicht, aber für jeden von uns ein kleines Stück Brot. Und morgen? Morgen denken wir uns was Neues aus. Aber wir haben nichts mehr. Hedwig, hör auf deine Schwester, uns fällt bestimmt was ein. Kundschaft! Seid gegrüßt, Balduin! Bist du wahnsinnig? Wenn ich mein Schwert noch hätte, wärst du tot. Oh, das würde ich sicher sehr bedauern. Aber ihr sicherlich auch. Habt ihr doch den berühmten Balduin vom Hasenhain an eurer Seite? Nie gehört. Oh, dann wird es aber Zeit. Ich könnte euch ein Lied dichten. Nur 5 Kreuzer. Nein, danke. Die höchsten Häupter habe ich schon besungen. Sogar eine Königin. Na gut, 2 Kreuzer. Lass mich in Frieden. Ich habe nichts zu essen. Na gut, dann 1. Wir sind alle hier. Wasser. Wir brauchen Wasser. Schnell, sing ihr das Lied vom süßen Brei. Das hört sie doch so gern. Thank you.
liegt ein Fluch auf diesem Land. Oder ein Segen für alle, die sonst verhungern würden. So, leben Sie als Vögel weiter. Irgendwo. An einem besseren Ort. Der Kopf, der Kopf, den süßen Brei hört niemals auf. Hör auf! Den Topf, den gibt es nicht und den gab's auch noch nie. Wo willst du denn hin? Essen suchen. Geh nicht zu weit. Hörst du, Jola? Ich gehe so weit ich muss. Ihr seid angespannt. Ihr schaut euch dauernd um. Jemand verfolgt euch. Ein Mann, ein gehörnter Ehemann. Habe ich recht? Ja, ihr habt das Herz seiner Frau gebrochen. Und jetzt sind wir auch... Halt endlich deinen Mund! Ich habe keine Zeit für sowas. Ha, da habe ich doch recht. Ich habe gesagt, du sollst still sein. Ja, das habe ich schon verstanden. Wie wär's mit einem stillen Zauber? Alter! Wenn du mich verrätst, dann bringe ich dich um. Verstanden? Was? Aber... Gegrüßt. Mindestwegs, guter Mann. Grafen mit Späßen und Gaukeleien erfreuen. Ja, so ganz allein? Ich liebe die Stille. Ach ja? Ich war mir sicher, ich hätte euch reden hören. Selbstgespräche sind ja oft die unterhaltsamsten. Angst. Angst? Mhm. Angst. Ein Grundgefühl, das sich in Besorgnis und Erregung äußert. Verwandt mit lateinisch Angustia. Für Enge, Beengung, Bedrängnis. Vielleicht hat er was zu verbergen? Vielleicht. Selbstgespräch, aha. Oh. Im Auftrag unseres Herrn, des edlen und weithin bekannten und geachteten Kaufmanns Hogger, dürfen wir hiermit um die Begleichung deiner Schulden bitten. Das kann ich nicht. Du weißt, was das bedeutet. Ich muss das Geld besorgen. Hört, hört. Von meinem Bruder. Graf Ruben von Hammerlitz. Aber dafür brauche ich Zeit. Wir gewähren dir einen Tag. Drei. Drei. Zwei, aber das kostet dich 10 Gulden mehr für unseren Aufwand. Mag es besser nicht, uns zu enttäuschen.
Warum isst du sie nicht? Sie ist für meinen kleinen Bruder. Er verhungert sonst. Mehr wirst du hier nicht finden. Vielleicht ja doch. Ich muss. Die sind ganz frisch. Wie kann das sein? Wo kommen die her? Vielleicht gibt's noch mehr. Ist mitten wohl bekannt für seinen großen Mut weit übers ganze Land. Na, wie findet ihr es? Du scheinst meinen Bruder nicht besonders gut zu kennen, nicht wahr? Ja, ein Brei ums Maul zu schmieren hat doch bisher noch niemandem geschadet. Nach dem, was wir so alles durchgemacht haben, könntet ihr doch auch ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Warte! Zu spät. Lennart, sag, erkennst du mich denn gar nicht? Edler Herr Veit, ich dachte, ihr wärt tot. Nein, das bin ich nicht. Gut, dich zu sehen. Und falls du heute Nacht noch schlafen möchtest, lass den da besser in die Burg. Vorstellen, Balduin vom Hasenhain. La la la, la la li, la li 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 la la. Ihr könntet alle satt und zufrieden sein. Satt? Wie sollen wir denn satt sein, wenn es nichts mehr gibt? Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Was redet ihr da? Wenn einer schuld ist, dann Sturm und Regen. Der Topf hätte jeden von euch satt machen können. Der Topf? Der Topf, der süßen Brei kocht. Ihr glaubt auch daran? Natürlich. Schließlich habe ich ihn gemacht. Ich wollte euch Menschen helfen. Doch was habt ihr getan? Euch die Köpfe eingeschlagen, seinetwegen. Habgierig, selbstsüchtig, wie ihr nun mal seid. Da habe ich ihn zerstört. Der Topf, der soll von euch sein. Das wäre jetzt Zauberei. Das wäre es. Wartet! Wartet! Wo seid ihr?
Lebst du also noch, ja? Sieht ganz so aus. Ruben, ich habe Hunger. Kann ich bitte auch etwas essen? Was hast du jetzt zu suchen? Lass mich raten, du brauchst Geld. Ich habe alles in dem verdammten Krieg verloren. Mein Pferd, mein Schwert, all mein Geld, einfach alles. Kommt es, dass mich das nicht wundert? Ich will nichts geschenkt. Du bekommst alles zurück. Weißt du, wie viele Mäuler ich hier zu stopfen habe? Da habe ich sicher nichts übrig, um meinem kleinen Bruder mal wieder aus der Not zu helfen. Jetzt hättest du das je getan. Du hast bekommen, was dir als Zweitgeborenem zustand. Und von Mutter sicher noch ein wenig mehr. Ich bin dir nichts mehr schuldig. Die Scherben der Hocker sind hinter mir her. Der Hocker? Du hast dich mit dem Teufel eingelassen. Sie werden mich töten, Ruben, bitte! Bis morgen kannst du bleiben. Dann will ich dich hier nicht mehr sehen. Ich bin nicht so. Bitte, ihr müsst uns helfen. Ich brauche diesen Topf. Wir brauchen ihn. Ihr dürft uns nicht im Stich lassen. Ich werde auf ihn achten, das verspreche ich. Ich werde ihn hüten wie den größten Schatz, wie das Wertvollste, was ich je... Beweis mir, dass du seiner würdig bist. Such die zwei fehlenden Scherben, füge sie zusammen. Dann wird der Topf vielleicht zu dem, was er einmal war. Nach Hause kommen. Ist etwas geschehen? Mutter geht es nicht gut. Da muss ich mich noch mehr beeilen. Hier. Sieh noch. Den Topf, der süßen Brei kocht, den gibt es wirklich. Was? Aber eine Scherbe macht uns doch nicht satt. Ich suche die anderen Teile und dann sind wir gerettet. Wir alle. Und wenn nicht? Hedwig, ich werde sie finden, hörst du? Thank you.
Hunger, bitte. Wir haben selber nicht genug. Ich kann dich hier nicht reinlassen. Geh. Geh. Halt! Wo willst du hinbauen, Mädchen? Gib mir Arbeit. Lohn und Arbeit. Haben wir nicht. Wir haben fast gar nichts mehr. Das will ich selber sehen. Geh zurück ins Dorf. Lenhard! Wenn die beiden da draußen nach mir fragen, dann sag ihnen, ich bin nicht mehr hier. Sind das Hogger? Denen ist noch keiner entkommen. Der Graf? Kannst du lesen? Was? Stell dich fort. Könnt ihr lesen? Psst. Wenn ihr Hunger habt, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Aber in allem anderen bin ich ein Meister meines Fachs. Auch im Lesen? Lesen? Ja. Kommt. Das scheint ja ein großes Geheimnis zu sein. Könnt ihr schweigen? Wie ein Grab, ein Stein, ein Fisch. Eine Tonscherbe. Was steht dort? Fum. Fum. Blieg. Des. Ha. Vom Blick des Ha. Und weiter. Nicht weiter. Mehr nicht. Naja, wenn ich euch weiterhelfen soll, dann müsst ihr mir schon sagen, also, wo kommt ihr her oder was sucht ihr oder so. Kennt ihr den Topf, der süßen Brei kocht? Den gibt's doch nicht wirklich. Wo habt ihr die denn her? Aus dem Wald. Hä? Aus dem Wald? Zerstört der Tropf, zerstört das Glück. Im tiefen Wald soll ein Teil liegen, unerreichbar Scherbenstück. Die Strophe, die habe ich noch nie gehört. Sie ist auch nur den wenigsten bekannt. Gibt es noch weitere? Bis zweite hohen Himmelsgrenze, nie gesehen von Menschenblick, ruht es in des Windes Tänze, unerreichbar Scherbenstück. Ein Berg! Ein Berg! Ein Berg, damit ist ein Berg gemeint, oder? Weiß ich nicht, wie soll man bei dem Hunger denken? Aber was für ein Berg? Das ist ein Berg, ein Berg, ein Berg.
Was für ein Berg kann das sein? Oh Himmel. Ah! Vom Blick des Haar, vom Himmelsblick. Der Himmelsblick! Der Himmelsblick. Der Himmelsblick. Ja. Danke. Suchst du die? Dafür könnte ich dich für immer in den Kerker werfen. Nein! Lasst mich! Die Laute! Komm auf! Lasst mich! Lasst mich jetzt! Der Kerl hat Essen gestohlen, Herr. Nein! Nicht gestohlen. Nur geborgt. Als Anzahlung. Kleine Anzahlung für meine Dienste gestatten. Hängt ihn auf. Was? Nein! Aber er hatte doch nur Hunger. Ich kann das alles wieder gut machen. Ich besorge euch einen gedeckten Tisch mit Essen in Hülle und Fülle. Brei! Was redest du? Ich kenne ein Geheimnis. Ein großes Geheimnis. Von einem Mädchen aus dem Dorf. Es handelt sich um den Topf, der süßen Brei gekocht. Und warum sollte ich dir glauben? Wenn es nicht stimmt, dann könnt ihr mich ja immer noch aufhängen. Weiß sie das, ja? In den Bergen am Himmelsblick. Wehe, wenn du gelogen hast. In den Kerker mit ihm. Oh, ich hab euch doch alles gesagt. Ungerecht. Ich hab doch alles gesagt. Ja. Ich will diesen Topf. Wie kommt es, dass mich das nicht wundert? Hol ihn mir. Hast du Erfolg, zahle ich deine Schulden. Proviant und ein Schwert. Und 20 Gulden obendrauf. Proviant und ein Schwert. Und sorge dafür, dass dieses Mädchen verschwindet. Verfolgst du mich?
Warum sollte ich? Sag du es mir. Wer lauert denn hier wem auf? Arglose Männer schlagen, machst du das immer so? Nur wenn sie es verdienen. Vielleicht brauchst du ja Schutz. In der Burg warst du nicht so hilfsbereit. Ich komm schon alleine zurecht. Aber der Weg ist gefährlich. Tatsächlich. Tatsächlich. So kommst du also alleine zurecht. Indem du unschuldige Reisende bestiehlst, ja? Ich. Du? Ich wollte. Du wolltest. Du wolltest was? Nicht hungern. Wenn du mich lieb bittest, dann bin ich vielleicht bereit zu teilen. Es tut mir leid, dass ich so schroff gewesen bin auf der Burg. Ich hatte auf Arbeit gehofft und ich war enttäuscht. Jolante. Karl. Und Jolante? Wohin des Weges? Über die Berge. Vielleicht gibt es dort was zu essen. Du? Auch. Vielleicht werden starke Männer dort ja mehr gebraucht als hier. Ein Schwert, edle Kleidung. Was bist du, ein Graf? Setz dich dann hier. Ein Dieb? Keine Angst, starker Mann. Nur ein Kaninchen. Vielen Dank. Wo willst du jetzt schon wieder hin? Weiter. Und mit deiner spitzen Zunge, da schlägst du sicher jeden Räuber in die Flucht, oder? Und jeden Bären, jeden Wolf. Alles, was sonst noch so dort draußen lauert. Thank you.
ist der Weg zum Himmelsblick. Ja. Das ist der. Na dann. Viel Glück. Ich dachte, wir gehen gemeinsam weiter. Das habe ich nie gesagt. Was willst du hier? Wer spricht da? Wo seid ihr? Hier und da und überall. Hier! Ich muss die Scherbe finden, die zu dieser passt! Sie ist mir anvertraut, sonst niemandem. Ich muss! Hört ihr, ich muss! Mir! Euer Majestät, der Topf, der süßen Brei kocht, er könnte euch gehören. Mein Herr, zwei Männer wünschen, euch zu sprechen. Ich habe keine Zeit! Sie kommt von den Hoggern. Schick sie rein. Wenn wir uns vorstellen würden. Die einen nennen uns Albtraum, die anderen Fluch. Doch sind wir einfach nur Schwarzrabe und Nase. Bescheidene Diener des Hauses Hogger. Wenn es um meinen Bruder geht, er ist unterwegs, um euer Geld zu besorgen. Aha. Meine Herren, Hochmut. Mhm. Hochmut? Was soll das heißen? Hochmut. Lateinisch superbia. Das Gehabe von Personen, die ihren eigenen Wert, ihren Rang oder ihre Fähigkeiten unwirklich hoch einschätzen. Wir haben eurem Bruder gnädig eine Frist gewährt, doch die ist heute leider abgelaufen. Ihr scheint ihm am nächsten zu stehen, nicht wahr? Er ist in meinem Auftrag unterwegs. Kehrt er zurück, bekommt ihr euer Geld. In eurem Auftrag, so? Ihr scheint viel von ihm zu halten. Mein Bruder ist ein guter Kämpfer. Mag sein. Doch ebenso ein Vagabund, ein Frauenheld, ein Glücksritter. Ihr solltet also inständig darum beten, dass er seinen Auftrag in eurem Sinne erfüllt, falls nicht. Bringen wir euch seine Ohren und holen uns dafür das Geld von euch. Mit Zins und Zinseszins und Zinseszinseszins. Okay.
auf. Gib auf, solange du noch kannst. Das kann ich nicht. Schert euch fort! Na los! Karl! Danke. Stets zu Diensten. Wieso bist du noch hier? Ich hatte da so ein Gefühl. Und außerdem, ich mag Kratzbürsten. Ich bin nur vorsichtig. Sehr vorsichtig. Was trägst du da eigentlich mit dir herum? Kannst du nun lesen? Vom Blick des Himmels zum Fuß der weißen Frau. Was soll das bedeuten? Das muss das Nebeltal sein. Vom höchsten Berg ins tiefste Tal. Natürlich. Das Nebeltal. Kein schöner Ort. Lässt mich schon wieder stehen. Du bist ja eh nicht abzuschütteln. Ein Vagabund.
Frauenheld. Was erwartet uns im Nebeltal? Das weiß niemand. Jeder, der es gewagt hat, dorthin zu gehen, ist nicht mehr wiedergekommen. Da müssen wir die Ersten sein. Wenn ich den Topf nicht nach Hause bringe, dann werden meine Geschwister und meine Mutter zu Vögeln. Genauso wie Ida. Du hättest sie kennenlernen müssen, sie war. Hast du Geschwister? Einen Bruder. Aber wir verstehen uns nicht sehr gut. Wieso? Er hat schon immer das Gefühl gehabt, zu kurz zu kommen. Während mir alles in den Schoß gefallen ist. Aber Geschwister müssen doch zusammenhalten. So sollte es sein, Jolanta. Jola. Meine Familie soll endlich keinen Hunger mehr leiden. Du würdest alles für sie tun. Alles. Der Topf muss alle satt machen. Auf der Burg, in den Dörfern. Überall. Der Graf müsste sich darum kümmern können. Graf Ruben? Das kannst du nur sagen, weil du ihn nicht kennst. Wir sind ihm vollkommen gleichgültig. Er hat uns nicht geholfen, als alles überschwemmt war, und nun lässt er uns verhungern. Ein Mann wie Ruben darf den Topf niemals in die Finger kriegen. Künstler, der lässt sich die Stimme nicht verbieten.
Guten Morgen. Morgen. Danke. Soldaten! Sucht am Himmelsblick nach meinem Bruder! Wenn ihr ihn dort nicht findet, reitet ins Dorf und schafft mir stattdessen alles her, was mit dieser Göre blutsverwandt ist! Vögel singen nicht mehr. Der Fuß der weißen Frau. Da bist du ja, mein Kind. Komm ruhig näher. Wer seid ihr? Die Bewacherin dessen, was du suchst. Komm nur. Du darfst es dir gerne holen. Nein. Tu das nicht. Ich trau dir nicht. Ich muss. Dann komm ich. Du nicht! Sie ist nicht echt. Wer weiß das schon? Lola. Sie könnten wieder Menschen werden. Wie? Du musst es nur wollen. Ich will nichts mehr als das. Du kannst nur eines haben. Den Topf, der süßen Brei für alle kocht. Oder deine Lieben. Soll ich das entscheiden? Entscheide dich. Der Topf oder sie? Der Topf oder sie? Jola!
Zum Glück. Du hast es geschafft. Lola? Was ist denn geschehen? Ich muss hier weg. Komm. Des Himmels zum Fuß der weißen Frau soll dieser Topf euch nähren. Vom Blick des Himmels zum Fuß der weißen Frau soll dieser Topf euch nähren. Das darf nicht sein. Was fehlt denn noch? $100. 100 Gulden. Was mag dem Grafen so viel wert sein? 110. Vielleicht denkt er gut an Heirat und sein Bruder führt ihm die Braut zu. Dann entführen wir sie und verlangen das Doppelte. Was ist dein Geheimnis? Jola, riechst du das? Riechst du das? Süßer Brei. Möglicherweise holt er auch von fern Getreide. Auch damit lässt sich gut Geld machen in diesen finsteren Zeiten. Oder Brei. Garniert mit einer Prise Zimt. Vielleicht fehlt uns noch ein Zauberspruch. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe die mir am liebsten sind, verraten. Und jetzt kocht er nicht. Nein, das hast du nicht. Du hattest keine andere Wahl. Wenn du dich für sie entschieden hättest, dann würden sie jetzt wieder hungern. Ohne diesen Topf verhungern wir alle. Auch deine Geschwister, die du jetzt noch retten kannst. Zeit, dass wir dich in diesem trauten Augenblick stören müssen. Doch haben wir mit diesem Herrn noch eine kleine Rechnung offen und wüssten gern, mit welchem Auftrag er unterwegs ist. Lass das Mädchen gehen und ich sage es euch. Vielleicht hat der Auftrag ja mit ihr zu tun. Sie ist nur ein armes Bauernmädchen. Ah. Gut. Geh. Geh, mir wird nichts geschehen. Aber ich kann dich doch nicht alleine lassen. Bauernmädchen würde Graf Ruhm mit der Tat nicht heiraten. Was hat dein Bruder dir stattdessen aufgetragen? Du bist Graf Ruhms Bruder. Hat unser lieber Veit das nicht verraten? Veit. Lola, verschwinde! Schnell! Was ist dein Auftrag? Was hat sie damit zu tun? Ich! Sag du es mir. Es ist der Topf. Jola, lauf! Brei!
Der Topf, der süßen Brei kocht, den sollte er seinem Bruder bringen. Ah. Der Topf gehört mir. Jetzt nicht mehr. Womit ich feierlich verkünden darf, dass deine Schulden beim Hause Hogger hiermit beglichen sind. Auf. Auf zum Grafen. Jula, ich hätte ihn hier nicht abgenommen. Ich wollte erst noch. Aber dann hast du mir gezeigt, was richtig ist. Jula! Herold! Auf, Hand! Lass mich! Lass meinen Bruder! Lass mich! Wir haben nichts getan! Was soll das? Aua! Hilfe! Was tust du hier? Ich suche doch nur etwas zu essen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind meine Geschwister? Oben hält sie als Geisel gefangen. Er will den Topf, den süßen Brei. Eure Laune wird sich gleich bessern, verehrter Graf. Haben wir doch etwas, das euch gefallen dürfte. Ein Gefäß zum Garen von Speisen, zumeist mit Griffen oder Henkeln versehen, manchmal in der Nacht auch zweckentfremdet. Ihr habt den Topf? Euer Bruder und sein Turteltäubchen waren so freundlich, ihn uns zu überlassen. Na, riecht ihr was? Für 300 Gulden gehört er euch. Lächerlich. 600. Wie könnt ihr es wagen? Beweist mir erstmal, dass er echt ist. Na, lasst ihn kochen. Kochen? Kochen, ja. Von lateinisch kokere. Kochen, sieden, reifen. Das Mädchen wird es uns bestimmt verraten. Wir sind bald zurück. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Das Mädchen kommt schon von allein. Thank you.
Wo seid ihr? Es war alles gut. Warum schreist du denn so? Er wurde mir weggenommen. Ich konnte ihn nicht beschützen. Ich weiß, ich habe es versprochen, aber ich konnte es nicht. Du hast alle Prüfungen bestanden, mein Kind. Selbst die allerhärteste. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Ihr wisst von alledem? Ich hätte sterben können auf dem Berg. Ich habe eine Mutter und meine Schwester geopfert. Simon und Hedwig sind im Kerker. Und da helft ihr mir nicht. Ihr hättet mich und den Topf beschützen müssen. Wozu denn das Ganze? Wenn das alles umsonst war. Wo ist dein Mut, deine Klugheit, deine Entschlossenheit? Ich kann den Topf ja nicht mehr zum Kochen bringen. Sind die Hogger noch auf der Burg? Sie haben den Topf der süßen Brei kocht. Er gehört ihnen nicht. Und meinem Bruder noch weniger. Du musst mir helfen. Ich wollte, du wärst der Ältere von euch beiden. Aber das bist du nicht. Ich stehe in seinen Diensten. Reinhard kommt zu dir. Er wird ihn nur für sich und seine Macht gebrauchen. Das weiß ich und das weißt du auch. Dein Bruder schreckt vor nichts mehr zurück. Jetzt wirft er schon Kinder in den Kerker. Kinder? Die Geschwister von diesem Mädchen. Wir verhungern! Sag mal, gib wenigstens den Kindern was! Ob sie nun hier drinnen verrecken oder draußen. Warte, wenn ich dich zwischen die Finger krieg. Fetzig. Entschuldige. Kennt ihr das Lied, das alle ja zum Lachen bringt, das jeder kennt zum Tanze singt? Vom kleinen dicken Kerkermeister, vom kleinen dicken Kerkermeister, er ist so dick, dass sich die Balken biegen, ja dümmer noch als alle Ziegen. Vom kleinen dicken Kerkermeister, die kleinen Ziegen. Ha, 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 dick und dumm und dick und dumm. Thank you.
brennt! Es brennt! Jemand schneller als wir. Wachen! Sofort aufwachen! Wachen! Feuer! Weg hier! Wie sollen wir hier noch rauskommen? Ja, das schaffen wir schon. Jola! Berlin, das ist Jola! Wie konnte ich euch befreien? Das war Balduin. Ja. Danke. Jola. Karl. Oder wie war dein Name? Ich hab den Topf. Der Topf? Jola, es tut mir leid. Ich hätte dich niemals belügen dürfen. Jola, ich... Ich weiß jetzt, wie er geht. Die Waldfrau hat's mir verraten. Wachen! Soldaten zu mir! Sucht alles ab! Verflixt! Kommt! Mir nach, schnell! Weg! Weg! Wo ist dein Bruder? Hast du ihn gesehen? Zeit! Mein Bruder! Hier ist er nicht raus. Er kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Ich geglaubt, ihr könntet uns so einfach überlisten. Doch machen wir euch in unserer unnachahmlichen Güte ein Angebot, das ihr tunlichst annehmen solltet. Zeigt uns, wie sich dieser Topf zum Kochen bringen lässt, und das Haus Hogger verzeiht euch eure Flausen. Das Haus Hogger vielleicht, das Haus von Hammerlitz jedoch nie. Vom eigenen Bruder wurde ich verraten. Von meinem ach so treuen Hauptmann. Und du, Mädchen, rede. Und euch erwartet statt des Galgens nur der Kerker. Die Freiheit oder nichts. Ich werde dich schon zum Reden bringen. Lass all die unschuldigen Leute hier gehen. Du kannst mich an ihrer Stadt im Kerker verrotten lassen. Für die Scherben habe ich meine Mutter verloren und meine Schwester. Das war nicht umsonst, hört ihr? Ihr zahlt mit unserer Freiheit, oder der Topf wird niemals kochen.
Nee. Macht sie frei. Na los! Zeig mir, wie er kocht. Und? Noch sind wir die stolzen Besitzer dieses einzigartigen Topfes. Willst du uns täuschen? Süßer Brei! Fahrt! Fahrt mit euch! Alle! Na los, verschwindet! Raus! Raus! Das riecht hier nur so gut. Süßer, süßer Brei. Berlin, bring die Kinder bitte fort. Ja, ja, mach ich. Kommt. Fuß. Was für ein Genuss. Wie süß. Welches Recht bedenke, ist der Topf 1000 Gulden. Wie hört er eigentlich wieder auf? Wir haben Hunger! Wir wollen auch Feierabend! Bitte! Verdammt, du dummes Ding! Bitte! Verdammt doch mal! Hör auf zu kochen, das ist dein Befehl! Töpfchen, steh. Hör auf zu gaffen! Das wird Folgen haben. Eble Folgen!
Essen für alle. Ich helfe dir, warte. Warte. Ist in Ruhe, du hast alle Zeit. Töpfchen koche. Sie dürfen nie wieder Hunger leiden. Niemand. Nie mehr.